So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Rades ist der Dicke. Wir kommen wieder zu einem kleinen Unboxing, denn die nächste Naschbox ist da. Die nächste Snackbox, vernasche die Welt. Da hat Pupsi ja so ein komisches Abonnement abgeschlossen, dass sie eigentlich 3 Boxen kriegt, ja. Dann hat sie gesagt, sie will aber unbedingt noch die Weihnachtsbox, deswegen nimmt sie die nächsten 3 Monate nochmal. Ich habe gesagt, lohnt sich gar nicht, geh mal weg damit, ne. Wenn der was Süßes will, sag Bescheid, wir holen das im Rewe oder so hinterm Haus, dann ist das kein Problem. Aber sie wollte ja mal gucken, was in der Weihnachtsbox drin ist. Das ist noch nicht die Weihnachtsbox, aber ich muss sagen, die letzte Box war ja, glaube ich, die Japan-Box. Und die hier fand ich eigentlich sehr cool. Von den Getränken her, von den Sachen, die drin waren, von der Aufmachung. Also Japan, immer spezielles Land. Ich muss aufpassen, was ich sage. Japan, sehr spezielles Land, gerade wenn es um Süßigkeiten geht. Da waren sogar Dinge dabei, die hatten Pokémon-Bezug. Ich weiß jetzt leider natürlich nicht, was diese Box beinhaltet. Welcher Kontinent, ne? Wir haben immer Europa, wir haben Amerika, wir haben Asien dabei. Wir machen das jetzt mal auf. Der Adi ist hier hinten irgendwo. Ich weiß nicht. In den letzten Folgen ist er immer so weg. Dein monatliches Abenteuer beginnt jetzt. Newsflash. Braucht kein Mensch. Special Box. Verstehe ich nicht. Ist das jetzt gar kein richtiges Land oder was? Normal steht hier immer das Land drauf, ganz groß und alle News zu dem Land. Hier steht einfach nur Special Box. Ich will keine Special Box, ich will die Box für ein Land. Du liebst deine monatliche Snackbox, erzähle deinen Freunden von deinem Snacktrip und lade sie mit diesem Code zu ihrem persönlichen Snackplan ein. Ihr erhaltet beide als Dankeschön 15% Rabatt auf eure Bestellung. Ich will aber wissen, welches Land das ist hier. Jetzt machen wir das auf. Ich tu die mal hier hoch. Muss so lange mich hier durchfuchs. Hier steht jetzt Europa. Das ist aber nicht eine allgemein europäische Box, oder? Allgemeines zu Europa. Aha, okay. Produkte. Jetzt sind hier die Produkte drauf. Also es wird wohl eine spezielle Europa-Box sein. Zutatenverzeichnis haben wir noch dabei. Dann haben wir hier noch was Lustiges. Gerne verführen wir dich mit 2 weiteren genüsslichen Snacks, welche dieses Mal allerdings eine Überraschung für dich sein sollen. Wäre doch langweilig, immer zu wissen, was einen erwartet. How well do you know Europe? Ne? Quiz time. Hier ist noch ein Quiz in dem Heft, wo ihr auch gucken könnt, wie gut ihr Europa kennt. Hier spanischer Flan. Anleitung, wie du was Süßes dir selber backen kannst. Und nochmal dieser Newsflash, der extra da rumfliegt, liegt auch so rum. Also, es wird wohl eine gemischte Europa-Box sein. Und deshalb gehen wir direkt rein und haben hier einmal Crocky Bolognese Flavor. Das sind Chips. Freut mich schon mal. Ich bin ja nicht so der süße Typ, eher der herzhafte. Und deswegen haben wir hier Crocky Chips mit Bolognese-Geschmack. Wie schmeckt Bolognese? Schmeckt das jetzt nach Hackfleisch, ja? Crocky sieht auch aus wie ein Pokémon. Guck dir den an. Einfach so ein kleiner, lustiger Papagei. Warum heißt es an Crocky? Da denke ich eher an ein Krokodil. Also, Chips sind drin. Wir haben hier von Firma Weyler Hüsitos Original. Das sieht aus wie Schokoriegel, Keksgebäck, Mischung, irgendwas. Hüsitos Original. Wir haben hier von Goblana gesalzenes Karamell Yeshiki. Also auch irgendwie so wie so Kekse, Cookies, so ähnliches. Mit aus irgendwo der Tschechei wahrscheinlich. Ist halt jetzt alles gemischt. Wir haben hier Zotzolle Sauerfleisch Zellopainter. Aus Polen, würde ich sagen, weil als erstes nämlich PL draufsteht. Das, irgendwelche auch Fruchtgummis, die sauer sind und die Zunge färben, blau. Dann haben wir hier von Grandmas. Grandmas Mini Sandwich Creams Vanilla. Das ist bestimmt einfach so aus Großbritannien, ne? Vanille Mini Sandwiches von der Oma.
Dann haben wir hier von Nestle Prinzessa Intense White Coconut. Also weiße Kokosnuss, auch wie ein Schokoriegel, auch mit Keks, so wie das ausschaut, knusprig oder Waffel. Auch, ja, vielleicht. Und dann haben wir hier haben wir noch, pass auf, von Novoschkz Lupisier von Sandwich. Sechsmal Oreo. Also ein Oreo-Fun-Sandwich von Lupisier, dem Bären. Sieht aus wie der Charmin-Bär aus der Klopapier-Werbung. Sieht eigentlich aus wie ein normaler Oreo-Keks, nur halt irgendwie viel größer. Ist auch alles, steht auch hier polnisch drauf. Irgendwie überall. Und dann haben wir hier noch ein Getränk, beziehungsweise hier ist noch, weiß nicht, wie das hier reinpasst. Ist irgendwas? Gehört das dazu? Nee, das gehört nicht dazu. Ist das jetzt ein... Sieht eigentlich einfach aus wie ein Trinkröhrchen. Ja, einfach ein Trinkröhrchen mit einer besonderen Verpackung. Vielleicht ist da was drin, vielleicht ist da auch nichts drin. Ich glaube, da ist nichts drin. Ich glaube, das soll einfach nur ein Trinkröhrchen sein, weil du hier ja noch ein Getränk dabei hast. Oh, und das Getränk hat es in sich. Das ist nämlich Rap Snacks. Uiui, Lemonade. Und das steht auch wirklich so drauf. Hier, Hard Work Pays Off, Lil Baby. Also harte Arbeit zahlt sich aus. Lil Baby Supporting Boss LP, Atlantic Children's Shelter. Strawberry Watermelon, Naturally and Artificially Flavored. Ich weiß nicht, ist das ein Rapper? Ja, sieht er ja aus wie ein Fußballspieler. Da ist auf jeden Fall eine Lemonade drin von Rap Snacks mit Erdbeer-Wassermelone-Geschmack. Die gleich aufmachen, Echsen, das wär's, ne? Das muss ich jetzt Pupsi erstmal zeigen, aber Pupsi ist nicht da. Ich schicke dir gleich mal ein Foto, dann kann ich ja mal gucken, was sie interessant findet und was nicht. Also ich fand die jetzt nicht so toll. Was mir davon am besten gefallen hat, ist wahrscheinlich das, obwohl ich schon sagen muss. Ja gut, das sind auch nur so dünne Chips und deswegen ist das jetzt auch nicht so richtig meins. Der Uwi, den werde ich mir vielleicht reinziehen in der Ramses Kitchen Folge, außer wenn Pupsi das probieren möchte. Vielleicht sagt sie nächstes, Wassermelone mag ich gar nicht. Also die finde ich hat sich gar nicht gelohnt. Lauter nur so ein paar Schokoriegel drin und ein paar Kekse. Alles, ja, unspektakulär. Da war die Japan-Box oder was das war, die war auf jeden Fall richtig genial. Das, okay, Europa, geh mal weg. Wir sind gespannt, was die nächste bringt. Hättet ihr euch auch über diesen Inhalt gefreut, so wie ich, ja? Habt ihr schon mal so eine Snackbox euch geholt? Würdet ihr euch die holen? Ich weiß immer noch nicht, wie viel das jetzt kostet, will ich auch gar nicht. Ich hoffe, es ist bald vorbei. Obwohl das Auspacken natürlich spannend ist, aber trotzdem, man muss ja nicht... Da kann man statt einem Unboxing einfach meinen Einkauf vom Montag und dann zeige ich euch hier 10 Flaschen Bier und sage, das ist jetzt eine Überraschung für euch, was ich mir da geholt habe. Das war's von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Peace out. Vorhaut. Euer Ramses. Und euer Adi. Ei, Schatz.